Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit. Ich habe wieder einen Kreativmodus, einen XP-Glitch für euch vor. Den will ich dir heute zeigen, wie das funktioniert und was du machen kannst. So, da laufen wir einmal hier hin, geben den Code ein, den ich euch einmal vorzeige und damit versuchen wir mal kurz das Spiel zu starten. So, in der Zeit, wo das Spiel startet, nicht zu vergessen, oben rechts habe ich das markiert. Ich verschenke momentan 2000 V-Bucks, also ist auf jeden Fall gratis und kostenlos für euch. Mach auf jeden Fall mit, wenn du 2000 V-Bucks haben willst, einfach daran teilnehmen und alles andere wird dann im Video geklärt. So, ich starte kurz das Spiel und dann können wir direkt mit dem Glitch anfangen. So. Wenn diese Button kommt, drück einmal auf jeden Fall auf Ja, dann kommt er automatisch direkt hier hin. Das einmal kurz hier wegmachen, gibt auf jeden Fall an alles groß IRB, alles groß auf jeden Fall. Damit könnt ihr einmal meinen Creator-Code unterstützen und ihr könnt euer XP ein bisschen boosten, dann kriegt ihr enorm viel mehr XP als sonst. So, ich laufe jetzt einmal hier rüber und zwar zu den Waffen, hier wo die Minis stehen. Direkt hier vorne seht ihr die Minis stehen, also dann gehe ich kurz einen drüber und versuche hier jetzt dreimal nach oben an 1, 2, dreimal nach Treppe und dann 1, 2, dreimal Boden. So, wenn ich die Boden hier ist auf jeden Fall ein Knopf versteckt, den aktiviere ich direkt auch. Seht hier oben läuft jetzt eine Zeit. Normalerweise solltet ihr 10 Minuten warten und dann mit dem Glitch anfangen, aber ich will euch zeigen, wenn ihr nicht wartet, was für einen Unterschied das auf jeden Fall spielt. So, ich versuche jetzt einmal zu dem ersten Knopf zu gehen. Achtet mal jetzt, wie wenig XP ich bekomme. Ich bekomme jetzt genau gesagt nur 400. Und jetzt versuche ich nochmal zu aktivieren, seht ihr nur 400, dann gehst du den nächsten Button, zeige ich euch den nächsten Button, wenn ich den aktiviere, was ich jetzt bekomme. Also ihr könnt auf jeden Fall mehrmals draufklicken. So, seht ihr, ich habe jetzt 500 bekommen, 530. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig XP. Aber wenn ich jetzt warte, bis die Zeit vorbei ist, also die 8 Minuten 40 Sekunden noch, wenn ich das jetzt warte, dann werdet ihr den Unterschied merken. Den will ich euch jetzt auf jeden Fall einmal zeigen. Wir warten jetzt, bis die Zeit vorbei ist. Und seht ihr jetzt, die Zeit ist auch schon fast vorbei. Noch 2, 1, okay, vorbei. So, jetzt gucke ich mal, der Knopf ist jetzt weg, den kann ich nicht mehr aktivieren. Das gehe ich zu dem nächsten Knopf. Jetzt achtet mal, wie viel XP jetzt ich bekomme. Gerade waren nur 500. Und jetzt kommt der Unterschied zu den 10 Minuten. So, der erste ist hier, der nächste ist auf jeden Fall hier, auch versteckt. Den aktiviere ich jetzt auch einmal. Und dann sollte der XP jetzt auch anfangen. Seht ihr da auch da 1000 noch wieder. Also 2000 habe ich bekommen, wieder 1000. Da sind schon 3000, was zukommt. Dann springe ich einmal nach unten. Der nächste Button ist auf jeden Fall hier unten versteckt. Den aktiviere ich auch einmal. Und sieht zu, jetzt 3000 XP. Der nächste Button ist auf jeden Fall hier. Seht ihr jetzt wieder 3000, 5000, 8000 XP auf jeden Fall. 10.000, 12.000 XP, 14.000 XP und nochmal 1000 dazu. Es ist auf jeden Fall enorm viel XP. Seht ihr wieder 5000 XP bekommen, 7000 XP. 9000 XP. Das ist der Unterschied, wenn ihr wartet, bis die 10 Minuten vorbei sind. Der nächste Button ist auf jeden Fall hier vorne versteckt. Den aktiviere ich jetzt auch einmal und sieht zu, wie viel XP ich bekomme. Ihr könnt auf jeden Fall mehrmals da draufklicken. Also nicht nur einmal draufklicken oder sonstiges. Ihr könnt mehrmals da draufklicken, dann läuft das immer weiter. So, hier ist noch ein XP-Button. Den aktiviere ich auch nochmal. Seht ihr 4000 XP, dann laufe ich nach unten einmal hier rum. Und noch ein Level bin ich gestiegen. So, jetzt ist der nächste Button hier versteckt. Den aktiviere ich jetzt auch. Seht ihr 2000, 3600. Daneben ist noch ein Knopf, den aktiviere ich auch einmal. So 1000, 2000, 2000, wieder 2000 XP. Es ist auf jeden Fall enorm viel XP. Seht ihr, jetzt laufe ich wieder hier hin. Der nächste Button ist hier versteckt. Und der letzte Button ist auf jeden Fall hier oben an der Tür. Den aktiviere ich jetzt auch einmal. Sieht zu, 6000 XP. 7000 XP, 8000 XP. Es ist auf jeden Fall enorm viel XP, den ihr aktivieren könnt. Wenn der Video dir gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Abonniere diesen Kanal für weitere Videos, die ich hochladen werde. Und aktiviere auf jeden Fall die Glocke. Und nicht zu vergessen, gebt auf jeden Fall meinen Creator-Code einmal vor. Den zeige ich euch jetzt einmal IRB. Darüber freue ich mich. Und ich sag mal, bis zum